tolles Publikum, welches natürlich auch etwas zum Essen haben möchte. Ich habe mir vorgenommen, heute zwei Gerichte zuzubereiten. Ich habe einen ganz tollen Gast, aber ich sage Ihnen mal schon, was geben wird. Es gibt nämlich zum einen asiatisch mariniertes Kalbsfilet. Dazu gibt es eine Pflaumenweinsauce und japanische Udon-Nudeln. Und es gibt... karamellisierte Weinbergpfirsiche mit wunderbarer Vanille. Dazu gibt es ein Topfeneis und einen Bellini-Sabayone. Also zwei Gerichte. Ich hoffe, Sie können damit sich erfreuen. Aber dieses Menü, wollte ich gerade sagen, ist nicht vollständig, denn es fehlen noch zwei Gänge. Und dafür ist jemand zuständig, der hat einen Bart, der Horst. Ja. Dankeschön, herzlich willkommen. Jo. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob es Ihnen zu Hause auch so geht, aber mir geht es jede Woche Samstag so bei dieser weltberühmten Promi-Kochschule. Wenn ich das Gefühl habe, dass er mit im Raum ist, ist es direkt wärmer, im Sommer etwas kühler. Ich habe sogar das Gefühl, meine Kräuter wachsen noch mal langsam nach. Ja, aber auch ich werde kochen, meine Damen und Herren. Und zwar wird es geben einen wunderbaren Bohnen-Radieschen-Salat mit einem Eierdressing als Einstieg. Und danach wird es was geben, womit ich mir einen Wunsch erfülle. Und zwar so richtig lecker Frikadellchen. Man könnte auch sagen Buletten, ja. Aber mit einem Pfifferling-Rahmsößchen dazu. Pfifferling-Rahmsößchen und Kartoffelpüree. Aber meine Damen und Herren, jetzt mal ganz ohne Quatsch. Was wären meine Rezepte ohne ihn? Johann, mein Hase, komm rüber. So. Horst. Frikadellen heute mal anders oder normal? Ja, nee, anders. Ist ganz frisches Hack. Ne? Ich kann die ja nur immer einmal machen. Wenn sie gebraten sind, sind sie weg. Okay. Johann, also ich kenne ja fast alle deine Geheimnisse, bis auf eins. Bitte. Da musst du mir jetzt mal verraten und den 8 Millionen Zuschauer, die jede Woche Samstag vorm Fernseher sitzen. Wie schaffst du es, dass du über die Jahre mit mir zusammen immer jünger geworden bist? Moment. Die Frage kann ich ganz einfach beantworten, indem ich nach der Sendung immer dein Essen esse. Ja, das ist es. So, meine Damen und Herren, wir haben natürlich sensationelle Gäste und ich freue mich außerordentlich, diese junge Dame jetzt mal persönlich kennenzulernen. Ich habe ihren Weg zum großen Erfolg und Durchbruch im Fernsehen tatsächlich verfolgt. Ich gebe allerdings zu, am Anfang musste ich gucken. Meine Frau hat nämlich immer gesagt, und bleib sitzen und Ruhe, jetzt Fernbedienung her. Und ich muss sagen, ich habe sie dadurch wirklich sehr verehrt und freue mich unglaublich, dass sie heute dabei ist, weil sie kann auch kochen. Johann. Ja, und mein Gast, ich glaube, wenn ich den Namen Bernd Weidung sage, können wahrscheinlich die meisten nichts anfangen, oder? Nö. Wer kennt Bernd Weidung? Nix? Der sagt euch nichts. Der ist berühmt. Wenn ich euch sage, dass dieser Mann 125 Millionen CDs verkauft hat, glaubt ihr mir das dann? Ja. Er kann super kochen, er kann toll Musik machen. Hier sind... Stefanie Giesinger, Gewinnerin Germany Next Topmodel. Und Thomas Anders. Ohne Blödsinn. Du als Gewinnerin war mein großer Herzenswunsch ab der zweiten Sendung. Das freut mich, danke schön. Ab der zweiten Sendung war es mein großer Wunsch. Ab der dritten Sendung habe ich mich unfassbar vom Fernseher aufgeregt über die anderen. Ab der vierten Sendung, muss ich sagen, habe ich die anderen fast gehasst. Nein. Doch. Wieso denn? Weil du die Einzige warst, die nicht hinter den Rücken der anderen gelästert hat, sondern immer lieb war, nett war, ihren Job gemacht hat, malocht hat, gelitten hat. Eine Sensation. Nein, danke. Ganz, ganz toll. Liebe Stefanie, was die Menschen von dir vielleicht zu Hause schon wissen, ist, dass du kein ganz so einfaches Leben hattest, auch wenn du erst 17 Jahre alt bist.
die Krankheit gehen wir mal so nonchalant drüber sehr weg. Gerne, sehr, sehr ja? gerne. Ja, lassen wir weg. So, ich habe noch ein paar Fragen nachher, aber was die Menschen noch nicht wissen ist, du bist auch mit 17 Jahren eine sensationelle Köchin. Ja, ich habe mich sehr mit deinem Rezept auseinandergesetzt. Aha. Und ich habe es bis jetzt nicht begriffen. Sensationell. So schwer ist das gar nicht. Du schaffst das. Ich helfe dir dabei. Gerne, das würde mir Freude machen. Du fängst erst mal ganz langsam an. Sehr gerne. Und dann gucken wir mal, was bei Johann mit dem Thomas los ist. Ne? Ja, wir machen zwei Sachen. Einmal diesen wunderbaren Weinbergspfirsich. Und ich mache jetzt hier schon das Kalbsfilet. Asiatisch mariniert. Ich habe da reingegeben jetzt kleingeschnittenen Knoblauch, Schalotten, Ingwer, Chili. Und jetzt kommt rein Hoisin-Soße. So eine asiatische Soße hier. Und dann wird das erstmal richtig schön eingerieben, das Fleisch, damit es diesen tollen asiatischen Schmack bekommt. Und was machst du, Thomas? Ich rühre schon fürs Topfeneis an, und zwar Milch mit Honig. Dann kommt gleich die Gelatine dazu. Und ich muss zuerst machen, weil natürlich Eis braucht am längsten heute hier. Und das sieht aber alles schon und riecht schon sehr lecker. Aber du kannst richtig gut kochen, das kann man schon mal sagen. Ja. Das weiß ich. Ja? Na wirklich jetzt, ja? Danke. Ist so, ist ja, so. Ich bin zu Hause auf der Koch. Ich geb's zu. So. Also das ist in Ordnung so. Wir machen jetzt das Quarkeis oder Topfeneis, indem man dann in dieser Honigmilch die Gelatine aufweichen. Die ist ja zunächst mal in kaltem Wasser eingeweicht. Genau. Dann machst du Sahne rein, jede Menge. Und wir machen Quark rein, ja? Und das wird dann mit Zitronensaft und Schale noch gemischt. Dann kommt das dazu alles. Das löst sich du jetzt kochst langsam. Zu Hause jeden Tag oder wenn du zu Hause bist? Ich bin ja nicht jeden Tag zu Hause, aber wenn, ich Lust habe. Das ist das Schöne hier bei mir, ich suche es mir dann aus. Ja, und wenn du keine Lust hast, wer kocht dann? Dann gehen wir essen. Leider meine Frau kocht auch schon, aber sie sagt, du machst das so gerne und du machst das mit so viel Leidenschaft. Ja. Warum soll ich mich da vordrängen? Ist ja logisch. Aber es ist wirklich entspannend. Ja? Thema Entspannung. Ja. Man hört wieder mal so interessante Gerüchte. Und da wir beide ja auch ein wie soll ich sagen, ein Wahnsinnsduo sind, ja, mit Auf und Abs, ja, hat man aber gehört, dass du vielleicht doch wieder Modern Talking vielleicht mit dem Dieter zusammen? Das hab ich nicht. Guck mal, die freuen sich schon. Sie würden sich freuen. Ja, das habe ich aber nicht so gesagt. Ich sagte einfach nur, wir haben uns getroffen und mal das Kriegsbeil bekramt. Guck mal, das schöne Foto, es war doch so schön. Ja. Und ich mache dir jetzt ein Angebot, Thomas. Ja? Ich habe mit dem Horst schon geübt und wir beide würden dann als Vorgruppe auftreten. Ja. Dann überlege ich es mir. Alleine um das zu sehen. Ja. Alleine um das zu sehen, das ist schon. Komm, Johann. Komm, wir haben mal den Schritt geübt. Komm, einen Schritt zurück. So. Wir haben so angefangen und dann ging es erst nach rechts. Cherry. Cherry, Cherry Lady. Ja, wollen wir machen. Ja. Also, guck mal, unsere Autogrammkarte ist auch schon fertig. Können wir mal gerade zeigen. Da, guck mal da. Ja. Da. Ich glaube, hier bleibt besser hier. Johann, guck mal gerade, wie ist das hier? Ist gut so. Jetzt kannst du das zuschütten hier gleich. Kann man auch wenn es heiß ist. Ja, macht nichts. Also, so, und dann umrühren gleich, dass die Gelatine nicht stockt. Und dann Zitronenschalensaft rein, ja? Ja. Nein, du bist nicht langsam, du hast die nötige Ruhe. Ja. So kann man es auch nennen, danke. Ja. Ja, das ist eine ganz andere Welt. Kennst du noch Modern Talking? Natürlich kenne ich das. Ehrlich? Ja. Wer hat dir denn davon erzählt? Meine Eltern, aber da war ich auch schon auf der Welt. Nein. Mein Gott. Sieht man mir nicht an, oder? Ja. Nein. Wen magst du denn lieber, Thomas oder Dieter? Ganz, ganz offen sprechen. Also ich finde, das ist wie eine Person. Also ich kann mich da eigentlich gar nicht so zeigen. Das war jetzt doof. Ich darf nichts sagen. Okay, doch, du darfst ruhig was sagen. Dieter guckt bestimmt zu. Ach so. Hallo, Dieter. Hallo, Dieter. Ja. Gut, dann machen wir was anderes. Wen magst du denn lieber? Johann oder Horst? Gut, das liegt aber nur daran, weil wir sind ja auch wie eine Person. Das stimmt. Ja. Also wenn wir uns nach der Sendung mal trennen müssen, was selten ist, habe ich wirklich das Gefühl, als wenn mein Oberkörper alleine durch die Gegend läuft. Ja, ist so. Ich kenne euch auch gar nicht alleine, also wirklich. Ja. Habe ich noch nie in zweit gesehen. Nee, ne? Also, nee. Na, das ist einfach auch schön. Du, sag mal, aber jetzt eine ganz andere Frage. Nur damit die Herrschaften zu Hause nicht glauben, ich stehe in einem Loch. Ja?
Sie hat hohe Schuhe an. Sehr hohe Schuhe. Ja, aber ich bin ja auch ein Model, da muss das sein. Ja. Wie kommt man denn damit klar? Da kriegst du doch bestimmt Blasen an den Füßen oder sowas, oder? Klar habe ich Blasen, aber was soll ich machen? Ja, ich kann mich ja nicht die ganze Zeit beschweren. Au, 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 au. Muss ich halt durch, nein. Dann liegt es vielleicht an uns Männern. Es ist nicht lange her, da war ich hier in dieser wunderschönen Hansestadt, durfte mit meinem Johann arbeiten, hatte aber meinen Schatz dabei, meine Frau. Und dann muss man abends immer mit der spazieren gehen. Das machen wir Männer ja sehr gerne. Mhm. Ja. Und ich hatte ganz neue Schuhe. Aha. Ganz neue, das kennst du, ne? Das kenne ich, selbst zu gut. Nach 800 Meter hatte ich in den Innenseiten, in den Flanken sozusagen, Blasen. Zwei solche Blasen. Habe ich mir schon gedacht. Die waren so groß, da drin hätte ich Eier kochen können. Und dann bin ich die restlichen 4,8 Kilometer zu Fuß auf Socken zum Hotel gelaufen. Und ganz ehrlich, aber Moment, könnt ihr euch das bildlich vorstellen? Ja, ja. Drama. Vor allen Dingen haben alle, die mich gesehen haben, da kriegst du ja ständig den Spruch, weißt du, die Leute sehen dich, die Schuhe in der Hand, ja, auf Socken mit so Löcher drin, läufst du dann in Hamburg rum und dann kriegst du ständig den Spruch, Herr Lichter, Sie müssen die anziehen. Ich sage, die sind neu, ich muss sie mir verwahren. Das ist nicht schön und da bewundere ich euch Frauen für. Johann, du hast ja auch so ein Faible für Schuhe, ne? Ja, aber... Ich habe auch einige im Schrank, die ich absolut nicht anziehen kann. Aber ich habe immer irgendwie Probleme, die wegzuschmeißen. Ich weiß nicht warum. Ich meine, da hängt man so dran. Aber ich muss sagen, es ist wirklich mittlerweile so, irgendwann findet man heraus, welche Marke und welche Größe genau passen. Da muss man dabei bleiben. Experimente mache ich keine mehr. Machst du keine mehr? Nee, nee, nee. Komm jetzt mal unter uns, mein Hase. Ich weiß ja in etwa, wie viele es sind. Weil jetzt ohne Blödsinn, bei Johann am Schuhschrank vorbeizugehen, dann ist ein bisschen... länger, als wenn ich jetzt vom Studio zum Hafen laufe. Ja, 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 ja. Ja. Wie viele Paar Schuhe hast du, Johann? Das weiß ich nicht. 250, 300. Ehrlich? Ja. 250? Aber die habe ich im Laufe der Zeit gesammelt. Und ich kann keine wegschmeißen, deswegen werden sie immer mehr. Aber Johann, wir können doch mal einen Deal machen. Nix. Dass du mal aussortierst und für einen guten Zweck versteigere ich die alle bei Bares für Raben. Das Problem wird dann sein, wenn die Leute die Schuhe sehen, werden sie nichts dafür geben, verstehst du? Geschweige denn, sie riechen dran. Johann, du glaubst es nicht, das ist genau wie bei Thomas. Ja. Ja? Da gibt es ja Hardcore-Fans, weil Thomas ist ja in Russland und nicht nur da, der Mega-Mega-Star. Und ja, ich schwöre dir, wenn der da ein paar Schuhe anbieten würde zum Verkaufen, getragen von Thomas Anders, die würden sich drum kloppen. Und bei dir ist das genauso, Johann. Ja, 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 ja. Wenn du da noch ein paar Socken oben drauf liest, kriegt man Vermögen. Getragene. Ja? Übrigens. Getragene Socken. Aber Thomas, jetzt mal ohne Quatsch hier. Lava Lichter in Russland. Ja. Sonnennummer. Das wäre die Nummer überhaupt. Sonnennummer. Ja, wirklich. Ja, ja. Ich will dir hier eigentlich was beibringen. Passt überhaupt auf? Entschuldige bitte. Ob dir dann noch was fehlt? Willst du? Was hast du schon alles drin? Alles. 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 Doch. Gut? Doch. Nee, 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 nee. Kein Senf mehr. Das reicht. Das habe ich schon gesehen von der Optik her. Ja. Ich würde es jetzt noch mit dem Schneebesen ein bisschen heftiger verrühren und vielleicht ein kleines Tröpfchen Öl reinmachen. Aber nur, wenn du möchtest. Doch, ja, gerne. Ja? So, Johann, entschuldige bitte, wir haben dich gerade unterbrochen. Ja. Wie ist es kulinarisch in Russland? Wie ist es da? Naja, es gibt ja so typisch russische Geschichten, dass halt eben sehr viel mit Schmalz gekocht wird. Ja? Das ist ein kleines Problem für mich. Aber ansonsten... haben die schon ziemlich viel dazugelernt so in den letzten Jahren, weil es wird auch schmackhafter, weil sie auch viel mehr mit Gewürzen machen, als sie es früher gemacht haben. Ja, aber Essen ist doch dort richtig teuer, oder? Ich muss ja nie bezahlen, ich weiß es ja nicht. Ich gehe da nicht einkaufen. Okay. Thomas. Aber
Wie oft bist du in Russland und wie groß sind da die Hallen, in denen du spielst? Naja, also ich bin manchmal zweimal die Woche irgendwie in Moskau oder in Petersburg. Zweimal die Woche? Ja, ja, das passiert schon mal. Oder also im Großen und Ganzen mache ich so im Jahr vielleicht 50 Shows alleine nur in Russland. Boah. Und das ist total unterschiedlich. So aber sag mal, da kannst du doch gar nicht mehr so über die Straße laufen. Da brauchst du auch Bodyguards. Ne? Mach ich auch nicht. Also das geht wirklich nicht. Und wenn ich in Wien am Flughafen sitze, wer kommt wie immer? Thomas Anders. Dann sage ich, wo warst du? Ja, ich war in Russland. Das ist immer die Standardfrage. Gell? Ja, stimmt. Das ist der Hammer. Immer selbe. Das stimmt. Ja, weil über Wien, der ganze Süden von Russland, der wird im Grunde über Wien angeflogen. Und deshalb bin ich halt eben sehr oft. So. Aber meinst du denn, dass wir vielleicht mit modernem Cooking auch eine Chance hätten in Russland? Ihr wärt der absolute Hit. Ja. Das wäre der Oberhammer. Ich werde beim nächsten Mal ein gutes Wort einlegen. Das wäre ganz lieb. Ja. Ja, ich stelle mir das jetzt schon vor. Du möchtest unbedingt dorthin, ja? Ja, wir zwei in Russland. Du, ich würde dich mitnehmen. Oh, ich bin dabei. Ja? Ich bin sofort dabei, ja. Weil guck mal, das ist ja im Prinzip deine Heimat. Da kommst du gut klar. Deine Eltern könnten uns beide managen. Genau. Ja? Da machen wir eine ganz große Nummer. Und wir zwei als Vorgruppe bei Modern Talking. Ah, leck mir mal. Noch ein Highlight, Johann. Wir haben hier ein Kartenchen, damit ich das probieren kann. Oder Maxima? Ich habe das Kalbfilet, das ich mariniert habe, da vorne angebraten in Sesamöl mit Schalotten, Knoblauch, Chili und Ingwer. Und habe jetzt hier hinten die gleiche Pfanne noch mal aufgefüllt. Mit Pflaumenwein, mit etwas Hühnerbrühe und Kokosmilch. Und lass erstmal das einkochen. Und daneben habe ich hier diesen wunderbaren Mini-Backscheu. Und den tue ich jetzt hier schön braten lassen. Ja? Schön in der Pfanne in etwas Pflanzenöl. Da machen wir ein ganz tolles Gemüse dazu nachher für unser Essen. So, schön anbraten. Gut, so. Dann haben wir hier den Ansatz für die Pfirsiche. Kannst du mal kurz erklären, hier Thomas, was du machst gerade? Ich muss jetzt die Pfirsiche schneiden. Sonst. Ja, aber das ist Honig. Orangensaft und Schale wird jetzt eingekocht, gell? Genau. Und da musst du noch die Vanille reinmachen, damit das gut schmeckt. Komm, genau. Ich mach's schnell. Und dann die Spalten schneiden. Ah, das sieht alles gut aus hier. Guck mal, hier ist schönes Gemüse da. Nochmal schon mal Würzen mit Salz und Pfeffer. Und Sojasauce kommt da rein. Ganz wichtig. Thomas, könntest du meiner Stefanie hier noch ein paar Tipps geben? Du warst ja auch so blutjung, als du diesen großen Erfolg hattest. Ja. Wie man damit umgeht, weil die Medien können nicht nur gut sein, sondern auch böse. Stefanie, hast du da schon Erfahrungen gemacht? Ja, natürlich. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Aber klar doch. Lass dich nicht versauen. Pass mal auf, Onkel Thomas sagt dir jetzt mal was. Also der Stefanie oder jedem jungen Menschen kann ich nur raten oder hoffen, dass er ein tolles familiäres und Freundesumfeld hat, das ist ganz wichtig, dass halt eben auch geerdet wird. Das heißt, man wird ja im Grunde überall in den Himmel gelobt, aber das ist nicht so. Es gibt einen Spruch, den ich mir zu eigen gemacht habe, und zwar ist, man ist nie so schlecht, wie man gesagt bekommt, und auch nie so gut, wie man gesagt bekommt. Also ganz einfach immer down to earth. Und bei mir zu Hause ist es so, wenn ich von der Russland-Tournee komme und schwebe noch, dann geht die Tür auf und meine Frau sagt, der Müll muss raus. Dann bin ich wieder ganz schnell auf dem Boden. Ja, aber du, das ist so ein bisschen wie bei mir und Johann. Das macht Johann bei mir nach jeder Sendung. Ne? Er sagt, Otte, komm wieder runtergeschwebt, Müll muss raus, spülen, nächste Sendung. Ne? Genau. So, Frikadellchen liegen drin. Okay, wir machen jetzt hier... Stefanie, hast du ein gutes familiäres Umfeld? Ja, natürlich habe ich das, ja. Was sagt denn Mama und Papa dazu, dass du so einen Erfolg hast? Sind die da eigentlich glücklich drüber? Die sind super stolz und die stehen total hinter mir. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Weil du hast ja jetzt erstmal die Schule ein wenig pausieren lassen müssen, ne? Da hast du recht, ja. Aber was soll's? Magst du mir helfen? Ich glaube, du hast mehr Kraft. Ich bemühe mich hier, aber ich brauche dich. Ach so, ja. Jetzt aber mal ganz ehrlich, möchtest du die Schule weitermachen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also nach den Sommerferien gehe ich auf jeden Fall wieder in die Schule. Das ist sehr vernünftig. Ist es überhaupt einfach, von der Schule freigestellt zu werden? Ja, also ich glaube nicht bei jeder Schule. Ich glaube, da gibt es schon Direktoren, die sagen dann, hey, nee, das ist doch Quatsch, wo du mitmachen willst. Aber mein Direktor, der hat da ganz hinter mir gestanden und hat gesagt, mach das auf jeden Fall, Karrieresprung.
Super. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt. Glaubst du denn, es wird nachher, wenn du zurückkommst in der Schule, genauso wie vorher? Nein, natürlich nicht. Jetzt kennt mich ja auch jeder, auch die Menschen, die mich davon nicht gekannt haben. Und ich habe ja auch kleine Fans auf meiner Schule. Und dann auf jeden Fall ist immer so ein kleines Geschrei, wenn ich da bin. Ah, Steffi! Kleine Fans oder? Kleine Fans. Ja? Kleine, süße Fans, genau. Ja. Weißt du, was ich aber ganz spannend finde? Ha? Wenn man jetzt so wiederkommt wie du und hat so einen Riesenerfolg und ist im Prinzip schon berühmt, dann ist man ja auf einmal auch interessant für die Typen, die dich vorher nicht angeguckt haben. Hast du recht. Ne? So wie du jetzt. Sagen. 1-0, ich gebe rüber zu Johann. Horst, das ist die neue Generation, du musst aufpassen, verstehst? Ja. Die sagen dir, wo es lang geht. Ich habe mich so schnell noch nie auf Seite gesetzt gefühlt. Oh nein, das tut mir leid. Wie geht's in Russland zum Beispiel, wenn du Taxi fährst oder so? Ich fahre da kein Taxi. Nein, ich kann wirklich. Nein, ich habe immer meinen Fahrer in Russland und das geht bei mir wirklich ganz schnell rein. Wenn ich Moskau-Show habe, fliege ich Frankfurt los, komme irgendwie Nachmittag an zum Hotel, Show machen. Am nächsten Morgen um 9 Uhr sitze ich wieder im Flieger und bin auf dem Weg zurück. Thomas, wenn du da mal essen gehst, gehst du da nur bei den schönen und mega reichen essen? Ich gehe ins Restaurant irgendwie. Er hat ja gesagt, er muss nichts bezahlen. Er wird immer eingeladen. Verstehst du? Ja. Boah, das Punkt ist immer so, ich muss bezahlen und du bist eingeladen. Das ist das Problem. Verstehst du? Wie lange muss das hier? Thomas, was mich ja interessiert, ist ja ganz was anderes. Man hört ja immer von diesen Partys von den superreichen Russen. Ja. Warst du da mal eingeladen? Ist das da wirklich so, dass die eine Kaviarkugel essen im Glas Champagner? Nee, also ich war noch nicht eingeladen. Aber ab und zu kriegt man das schon mit bei Festivitäten. Das ist schon, nennen wir es mal vorsichtig, sehr wohlhabend. Sehr wohlhabend. Verstehst, was ich meine, ja? Also das können wir uns... Nee, ich verstehe nicht, was du meinst. Ich hab's fast gedacht, dass du es nicht verstehst. Sag mal ein Beispiel. Na, es ist schon... Gott, stehen wir runter, ist die 40 fertig? Die sind fertig? Jawohl, sehr schön, guck mal. Da macht irgendeiner von euch Löffelchen, so kleine Löffel. So, wunderschön. So. Esslöffel. Das reicht jetzt. Was habe ich denn jetzt zu machen? Wo? Jetzt machst du als nächstes erstmal Savarione vorbereiten. Ich habe das Gefühl, ich bin zum Arbeiten hier. Ja, klar. Was hast du denn gedacht? So, ich mache jetzt das schöne Gemüse dazu. Und zwar habe ich hier einmal schon Backscheu angebraten. Ich habe hier jetzt Shiitake-Pilze, Paprikastreifen geschält und auch das Ganze mit ein bisschen Stärkemehl bestäubt. Und jetzt kommt dazu noch gleich die Zuckerschoten. Und zwar Zuckerschoten werden nicht blanchiert, sondern werden einfach kurz mitgebraten. So, und das sind diese Udon-Nudeln hier. Kennst du die Nudeln aus Japan? Ja. Die werden aus Meerwasser gemacht, gell, früher. Das wusste ich nicht. Das ist Weizen mit Meerwasser angerührt. Deshalb sind die ein bisschen salzig, ne, oder? Ja, und die Japaner, die essen die dann so, die schlürfen mir so. Weißt du, wie die essen so? Die saugen die so raus und schlürfen die. Und wenn mehr man Geräusche macht, desto mehr ist das ein Zeichen, dass es gut schmeckt. Das würde ich bei dir im Lokal mal gerne sehen. Du, sag mal, Stefanie, der Wolfgang Job, ist der wirklich so nett, wie er da getan hat? Weil ich hatte nachher auch so ein Herz für den. Mhm. Da habe ich gedacht, mein Gott, guck mal, was ist der nett zu den Mädels? Es war wirklich so. Er ist so herzlich, so nett. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hatte am Anfang Angst, als ich gehört habe, Wolfgang Job sitzt in der Jury. Weil man schätzt so einen Designer eben sehr streng ein, ne? Ja. Aber du erinnerst mich sehr an ihn, so richtig herzlich, so wie so ein bisschen wie so ein Opi. Ganz netter Opi. Aber ich mag Opis. Wie ein Opi? Wie ein Opi, ja. Weil es ist einfach so eine Herzlichkeit und da hat man nicht so das Gefühl, ja. Oh, hat der mit dem Horst keine Ähnlichkeit, oder? Der Wolfgang? Ja. Vom Aussehen her oder vom Inneren? Ich wüsste da was. Ich würde sagen, erst vom Inneren. Ja, doch. Die sind sich sehr ähnlich. Ein sehr großes Herz. Ah.
Gut. So ist gut, mein Kind. Also, wenn du möchtest, ich habe gehört, du hättest angeblich seine private Handynummer, wenn du mal Probleme hast. Stimmt das? Ja, das stimmt. Du kriegst meine gleich auch. Ne? Falls du mal Probleme hast, Dankeschön. Ruf mich jederzeit an. Zum Thema Handynummer kann ich dir mal sagen, bei der Küchenschlacht, ja, habe ich eine Frau gehabt, die war richtig nett. Und zum Schluss habe ich gesagt, okay, wenn was ist, meine Handynummer. Im Winter beim Skifahren, minus 15 Grad am Skilift. Du, Johann, ich bin gerade am Rindsroladen machen. Kannst du mir sagen, wie die geht? So, guck mal hier, ich habe übrigens zwischendurch, war ich ganz fleißig. Sehr lecker. Ja, meine Frikadellchen. Guck mal hier, ganz langsam gegart. Das ist halb und halb. Bisschen Senf, bisschen Ei. Salz, Pfeffer, Zwiebelchen, Knoblauch. Jetzt kommt's aber. Ich habe, nachdem ich sie geformt habe, ganz kurz in Semmelbrösel gewendet. Die Semmelbrösel werden dann in dem Öl schön knusprig. Schließen das Fleisch ein, sie bleiben schön saftig. Jetzt ein Stückchen Butter schon dabei, bei ganz kleiner Temperatur fertig garen lassen. Warte ich da auch irgendwie die Spucke im Mund zusammen? Oh. Ja. Nicht? So, und jetzt kommt es noch besser. Guck mal hier. Rahmpfifferlinge. Ich habe erst Zwiebelchen schön angefangen. Frische Pfifferlinge. Fond von Johann. Sahne von mir. Salz und Pfeffer. Einreduzieren lassen. Möchtest du schon mal probieren? Ja. Ja? Ja. Sag mal, Models essen doch so wenig, sagt man ich immer. Ich bitte dich, natürlich essen wir viel. Viel? Mhm. Mmh. Wow, ich habe nie so was Leckeres gegessen. Sorry, Oma. Sag mal, esst ihr denn auch gerne so was Rustikales, wie ich hier mache? Oder ist das eher... Wir essen alles gemischt, auch Russisches natürlich. Und natürlich auch sowas, also sehr, sehr lecker. Ja. Machst du toll. Ja. Magst du denn auch grillen? Grillen finde ich toll. Wir haben gestern Abend erst gegrillt. So, und jetzt kommt's nämlich. Aha. Mein Johann, er ist ja der Godfather the Grills. Aha. Bei ihm entzündet sich die Grillkohle beim Vorbeigehen von allein. Weil er so heiß ist. Und mein Johann wird es wieder allen zeigen. Und zwar, Grillen war niemals größer. Die größte Grillshow, die es jemals gegeben hat im deutschen Fernsehen. Und Sie können dabei sein, live. Und ich zeige euch mal, was euch erwartet. Der Sommer wird heiß. Glühend heiß. 25 Minuten Zeit. Grillzangen hoch. Die Zeit läuft ab. Jetzt. Deutschland. Österreich. Und die Schweiz. Der Länderkampf ist eröffnet. Welche Nation holt den Grillpokal nach Hause? Es muss brennen, Leute! Die große Grillshow. Am 2. August das Eurovisions-Event. Live in ZDF, ORF und SRF. Größer war Grillen noch nie. Ja, das wird ein Wahnsinns-Event. Samstagabend, 20.15 Uhr im ZDF. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben, dass drei Länder gleichzeitig grillen, oder? Okay. Das ist doch schon... Grillst du auch? Ich grille auch gerne, ja. Und was ist deine Spezialität auf dem Grill? Filets mache ich gerne, schön vormariniert, in so einem Barbecue. Oder halt eben auch Scampi-Spieße mache ich gerne. Was mache ich? So viel Gemüse auch im Grill machen, ist auch lecker. Wir machen ja ganz ausgefallene Dinge auf dem Grill. Das dachte ich mir. Komplett abgedreht. Ja, was denn? Weißt du, was das Schlimmste ist? Jetzt mal ganz ohne Quatsch. Du hast sowas noch nie gesehen. Hier vor der Redaktion in Hamburg stehen seit Wochen Tiere aller Art, inklusive Gemüse daneben, und bewerben sich, um gegrillt zu werden von Johann. Ja? Nun, ich habe noch nie ein Casting gesehen für Lammrücken, aber unglaublich. Ja? Obwohl, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass da viele Lammrücken dabei sind. Nein, das ist eine ganz andere Sache, was du jetzt meinst. So, jetzt schauen wir uns erstmal hier das Gemüse an, das Gemüse mit den Nudeln. Ich habe das alles vorsichtig angebraten, schön glasiert, natürlich alles frisch, nicht zu weich. Das muss noch schön bissfest bleiben. Jetzt kannst du, Thomas, bitte schneiden, hier Koriander. Ja, da kommt zum Schluss Korianderkraut. Koriander? Hin, ja?
Genau, das Board hier vorne. Hier, genau, hier schön. Ach, ich dachte, was nicht zu klein schneiden und dann tun wir das da schön drunter rühren. Gell? So, und daneben habe ich das Fleisch und die Soße. Und jetzt machen wir als nächstes einen Sabayone. Oh, Sabayone ist die Königin, ne? Das Sabayone aufzuschlagen, das ist mal eine ganz harte Nummer. Da habe ich schon manch einen verzweifeln sehen. Ja, das ist auch so ein Casting fürs Eigelb. Ne? Ja, ruckzuck ist das Huhn glücklich. So, sag mal, wie bist du eigentlich auf den Gedanken gekommen, dich für so ein Casting zu melden? Weil ich habe gehört, dass du dich selber gar nicht so hübsch gefunden hast. Ja, ich war gar nicht so selbstbewusst. Mein bester Freund hat mich da angemeldet. Der hat immer schon Fotos von mir gemacht und er hat das Potenzial in mir gesehen. Und dann hat er gefragt, darf ich dich da anmelden? Da habe ich gesagt, ja, mach mal, da passiert eh nichts. Und ja, dann ist das so gekommen. Da ist auch noch ein kleines Unglück passiert, ne? Was meinst du? Ja, mit der Creme. Du wolltest besonders süß. Das fand ich so süß. Weißt du, ich informiere mich ja. Komm, warum erzähl sie. Ich weiß alles. Ja, weil ich habe hier auch Probleme mit dem Selbstbewusstsein. Ein Tag vor diesem großen Casting habe ich gedacht, oh, ich will doch wirklich wunderschön aussehen und habe ich so eine schöne neue Creme benutzt. Und dann mache ich die weg, also ich wasche die ab und dann habe ich ein rotes Gesicht. Und das sah so schlimm aus und ich dachte, okay, jetzt ist alles gelaufen, jetzt ist alles vorbei. Und am nächsten Tag hatte ich wirklich immer noch so ein rotes Gesicht, aber kurz davor hat sich meine Haut dann wieder genesen irgendwie. Also war das schon Glück. Da hast du aber noch Glück gehabt. Jetzt erzähle ich meine Geschichte. Jetzt kriege ich zwar zu Hause einen riesen Ärger mit meinem Täubchen, aber ich erzähle sie trotzdem. Ich bin gespannt. Ja, pass auf, die kam vor über 20 Jahren von Kroatien nach Deutschland. Aha. Jetzt konnte sie ja kein Deutsch. Aha. Und sie hat wunderschöne Haare. Und die hat sie immer sehr gepflegt. Und da ist sie in den Supermarkt gegangen und wollte eine Kur für die Haare kaufen. Jetzt konnte sie aber nichts lesen. Und auf dem einen Typchen, da waren so wunderschöne Haare. Und da hat sie gesagt, das ist bestimmt eine Kur. Hat er mit nach Hause genommen, hat sich da drauf gemacht. Und das roch ziemlich anstrengend. Okay. Und dann kam Gott sei Dank ihre Schwester, die schon länger in Deutschland lebt und die auch lesen konnte in Deutsch. Aha. Guckt auf die Packung und sagt, warum enthaarst du dir den Kopf? Kein Witz. Ja, ist wirklich passiert. Nein! Ja. Die Arme. Scheiße. Da hat sie sich eine komplette Packung Enthaarungscreme auf. Das ist dumm gelaufen. Ist dann noch alles die okay, hast du dann nachgenommen, ja? Bitte? Du, bei dir hat man sie draufgelassen. Thomas Koch, du darfst auch die Packung da. Okay, so genau. Jetzt habe ich früh vielleicht, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, ich habe jetzt noch einen schönen frischen Salat dazu gemacht. Und zwar Radieschen, Orangenfilets, Gurken, rote Zwiebel, Erdnüsse geröstet, Sweet Chili Soße, etwas Essig, Olivenöl und Salz. Probieren wir hier, wie das schmeckt, bitte. Gerne. Es gibt jetzt dazu nachher zu den Nudeln und zu dem Fleisch. Müssen wir noch schön anrichten. Was macht dein Eis? Mmh. Gut, fällt noch was? Super lecker. Ganz frischer Sommersalat. Mmh. Ja, okay. Nichts mehr reinmachen. Mmh. Huch. Ha? Ein bisschen Sojasauce. Sojasauce? Ein bisschen. Gewehr, Sojasauce? Ein Gewerzchen. Mmh. Nee, mach du. Ich versaue den Salat nicht noch. Ach du meine. Du sag mal, Thomas. Ja? Du heißt ja eigentlich ganz anders. Ja? Ja? Das haben wir ja ausdrücklich schon gehört. Super. Weißt du, dass ich diesen Gag noch nie gehört habe? Hast du noch nie gehört? Ne? Nein, das war auch gar nicht so gemeint. Das ist halt Verrückte bei mir. Ja, nein, aber wie ist das? Du hast ja jetzt einen Künstlernamen, Thomas Anders. Hm? Wie ist das, wenn du irgendwo am Schalter deine Tickets kaufst? Oder du bist ja verheiratet. Wie macht man das denn? Dich kennt ja jetzt jeder als Thomas Anders. Jetzt kommst du an, zeigst deinen Personalausweis und die sagen, nee, Alter, das nee. Ich kenne dich. Es steht bei mir im Personalausweis. In allen Unterlagen steht es bei mir drin. Also das ist nicht das Problem. Aber es stand nicht immer drin. Und das war das Problem, dass ich wirklich zu mir in meiner Heimatstadt Koblenz an der Kasse stehe und gebe meine EC-Karte ab und sage, bitte schön bezahlen. Sagt er, Herr Anders, das ist nicht Ihre Kreditkarte. Ich sag, doch, doch. Nee, das ist, wie hier steht Bernd Weidung. Sag ich, das ist mein, wirklich, Name. Mein Name, mein bürgerlicher Name. Und die Kassiererin, ach komm. Aber es steht bei mir wirklich. Das heißt, man kann sich einen Künstlernamen richtig eintragen lassen. Wenn man Künstler genug, nein, wenn man muss wirklich bekannt sein. Man muss also kann nicht jeder sagen, ich habe jetzt einen Künstlernamen. Man muss das wirklich belegen können. Ja. Und den habe ich bei mir aber schon. Ja, wie bei Johann. Sein. Bei Johann ist das ja auch so. Johann Lafer ist ja ein Künstler. Ja, wie heißt der bürgerlich?
Nee, der heißt eigentlich Tim Melzer. Schönen ganzen Aufschlag, ja? Bitte. So. So, guck mal, wie schön das Gemüse ist. Aber so dürfte man ja vor einem Wok nie essen, oder? Klar. Dürfte also man einen Bohnensalat vorm Wok essen? Okay, ich weiß schon, was du meinst, aber da sind ja keine Mikrofone, oder? Wenn man walkt. Das wäre dann egal. Ja. Das heißt, wenn man da so lang läuft, ja, ich stelle mir das gerade so vor. Pass mal auf. So, weißt du? Man bringt die neuen Schürzen auf den Markt, ja, und läuft so lang. Ja. 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 Aber jetzt kommt's. Da vorne sitzen die ganzen Fotografen. Und dann urplötzlich zeigst du noch einmal die Schürze, machst diesen arroganten Blick. Und dann. Das wäre so. Ja. Und? Und dann guckst du in der Kamera und sagst, ist ja kein Mikrofon da. Ja? Oh, hier musst du noch ein bisschen nachwürzen. Nachwürzen? Salz und Pfeffer. Oh. So, machen wir ein bisschen Salz und Pfeffer. Okay. Weil das ist immer ganz spannend. Mhm. Wenn man ein Dressing macht, muss man das Dressing wesentlich stärker machen vom Geschmack, als man es nachher essen möchte. Warum? Wegen den Bohnen, weil die das alles aufnehmen, ne? Genau, der Salat oder die Bohnen, alles, was reinkommt, nimmt natürlich Geschmack weg. Ja. Und dann wird es relativ laff, wenn man Pech hat. Mhm. Aber die Grundlage ist eine Sensation. Hast du dir jetzt ganz große Ziele? Ach, ich habe ganz viele Ziele. Also erstmal mag ich jetzt wirklich mein Abitur hinter mich bringen. Sehr vernünftig. Und dann mag ich mich vielleicht mal im Ausland versuchen mit dem Modeln. Weil es macht ja auch Spaß, und dieses Herumreisen, so viel zu sehen. Ich bin jetzt auch 17 Jahre alt, habe so viel erlebt, so viel gesehen, und ich bin... Ja, bist du da nicht schon langsam müde mit 17? Nein. Ich habe noch viel Energie. Bist du denn schon müde? Gott sei Dank, das war jetzt auch ein bisschen albern. Das heißt, du möchtest noch ganz viel rumreisen um die Welt. Ja. Paris, ja. London, New York, ja. Mailand, Madrid, Rommerskirchen. Mach ich erstmal die Nudeln da drauf. So, guck mal hier, schön. Oh, herrliches Essen. Ja, Leute, in der Sendung wird auch gekocht zwischendurch. Ja? Man soll es kaum glauben, aber das stimmt. Selbst bei mir wurde gekocht. Wenn ich das mal zeigen darf. Leute, da wird doch jede Kuh und jedes Ferkelchen glücklich, wenn sie nachher so vereint in einer Frikadelle wach werden. So. Hast du eine Eiszange oder wir bringen das Eis raus? Ja, schön, ich habe einen schönen Eiswürfel. Dann wird weiterschlagen. So. So, möchtest du auch noch ein bisschen Blümchen haben? Dann können wir nämlich schon gleich essen gehen. Bitte schön. So, jetzt kommt so auch die Soße schön drüber. Sehr hübsch. Hübscher. Toll, ich bin stolz auf dich. So. Warte mal, ich nehme noch. Darfst du. Nee, du darfst doch keinen Alkohol trinken, ne? Mm-mm. Nee. Ist auch bah. Alkohol ist bah. Ich habe hier was ganz Tolles. Messerchen. So, pass auf. Und jetzt zeigen wir mal dem Onkel, wie schön das Essen aussieht. Und jetzt einmal, wie am Lauf steht. Genau. Geh doch mal vor. Wohin denn? Da vorne. So. Hier hin, bitte. So. So, dann setz dich mal bitte hier hin. Danke. So, meine liebe Stefanie. Popo danke hoch, ich muss schieben. Aha. So. Kleinen Augenblick. Möchtest du probieren? Oh,
Ist zu früh geerntet worden, ich entschuldige mich. So. So, weißt du, was wir zwei jetzt machen? Das ist das Schöne. Warte, ich hole noch für die älteren Herren was zu trinken. So. Weißt du, in dem Alter braucht man Alkohol da drüben. So. Und jetzt gucken wir zwei ein bisschen dem lieben Johann beim Kochen zu. Da mache ich immer, wenn ich frei habe. Dann lege ich mir die ganzen DVDs ein und guck, ob der Johann meine Rezepte richtig umsetzt. So. So. Sind die Pfirsiche schön geschmort? Jetzt ist der Sabayone drauf. Jetzt holen wir das Eis raus. Warte mal, ich nehme einen großen Löffel. Haben wir heißes Wasser. Und dann noch die Erdbeeren. Ich meine, die ganz anders. Und dann die Himbeeren drüber streuen jetzt. Drüber streuen, kannst du machen. Ich hole das Eis. Wie hochkonzentriert er arbeitet. Er ist im Prinzip meine Heidi Klum. Alles, was ich weiß, hat er mir beigebracht. Wie man den Löffel hält. Guck mal da, den Blick, diese leichte Arroganz, das Können und trotzdem die Demut. Wie er die Himbeeren anlegt. Wie erträgst du das immer? Guck mal, das Eis ist leicht geschmolzen, trotz der Kälte strahlt es Wärme ihm gegenüber aus. So, bitte. Prost. Darf ich noch eine Anmerkung zum Schluss machen? Sehr gerne, Johann. Weil wenn ich etwas gerne höre, ist es deine Stimme. Am Ende muss das Essen immer noch schmecken. Das stimmt. Das tut es bei uns, ne? Ja. Okay. Bitte schön. Also, wir haben noch mal hier dieses Kalbsfilet asiatisch mariniert mit diesen Udon-Nudeln, mit dem Bak Choy und dem Salat. Und hier von Thomas karamellisierter Gewürzpfirsich, Weinbergpfirsich mit einem Quarkeis und Himbeeren dazu. Thomas, ich bin stolz auf dich. Meine Damen und Herren, für mich war es bis hierhin wunderbar. Und ich muss sagen, ich bin umringt von Topmodels. Neben mir Germany Next Topmodel, neben mir links Germany Next Topmodel, Johann. Es war ein wunderbarer Samstagnachmittag. Danke, lieben.